Möglichst nachhaltig und komfortabel laden. Geht nicht? Klar geht das! Mit einem E-Auto, das du zu Hause an der Wallbox aufladen kannst. Und wie das genau funktioniert und was du beim Kauf beachten solltest, erkläre ich dir jetzt. Vermutlich weiß inzwischen jede oder jeder, dass Elektroautos eben nicht betankt, sondern geladen werden. Und zwar mit Strom. So, wie du das auch bei deinem Smartphone oder Laptop machst. Der Antrieb eines Elektroautos wird also im Gegensatz zu einem Verbrennermotor mit Akkus betrieben und die müssen natürlich regelmäßig aufgeladen werden. Für Elektrofahrzeuge gibt es wirklich viele Möglichkeiten, den Akku wieder aufzuladen. Die öffentliche Ladeinfrastruktur wächst täglich, sowohl in Deutschland als auch über die Grenzen hinaus. Allein das NBW Hypernetz bietet in 2022 europaweit bereits über 300.000 Ladepunkte und es kommen wirklich täglich neue dazu. Ladestationen in eurer Nähe findet ihr ganz einfach über die NBW Mobility Plus App. Da könnt ihr auch einfach Ladevorgänge starten, beenden und die komplette Bezahlung regeln. Alle Infos dazu findet ihr in der Infobox, also am besten die App gleich mal runterladen. Am bequemsten jedoch kannst du ein Elektroauto einfach zu Hause aufladen. Mit einer Wallbox. Und um die geht es jetzt. Für alle, die sich mit dem Thema Elektromobilität noch nicht so viel beschäftigt haben, starten wir doch einfach mal mit der Frage, was ist eigentlich eine Wallbox? Einfach ausgedrückt ist eine Wallbox ein Steuerungsgerät für den Ladevorgang eures Elektroautos. Ihrem Namen entsprechend wird die Wallbox in der Nähe deines Elektroautos an einer Wand des Hauses oder eben in der Garage befestigt, damit du das Fahrzeug dann jederzeit zu Hause aufladen kannst. Eine Wallbox kann aber auch auf einen passenden Standfuß montiert werden, wie diese hübsche aus Holz hier. Das Coole ist, Elektroautos laden sich wie im Schlaf auf. Also wortwörtlich, immer wenn ich schlafe, stecke ich das ran und dann ist das Auto über Nacht vollgeladen. Und das ist nicht nur entspannter für mich, sondern auch schonender für den Akku. Grundsätzlich ist es also sinnvoll, ein Elektrofahrzeug immer dann zu laden, wenn es gerade einfach so rumsteht. Also auch zum Beispiel zu Hause. So ist es quasi immer fahrbereit, wenn es losgehen soll. Zurück zur Wallbox. Abhängig vom Modell hat eine Wallbox ein oder zwei Ladepunkte für die Wechselspannung, auch AC-Laden genannt. Je nach Modell zeigen LEDs den aktuellen Stand des Ladevorgangs an. Das ganz große Plus einer Wallbox sind die Sicherheitsfeatures. Erstens, die Wallbox ist über einen separaten Stromkreis ans Haus angeschlossen und hat keinen direkten Netzanschluss. Zweitens, ein spezielles Steuergerät, das da eingebaut ist, ein sogenannter Electric Vehicle Charge Controller, sorgt für einen optimalen und möglichst schonenden Ladevorgang des Elektroautos. Das ist vor allem wichtig für den Erhalt des Akkus. Drittens, ein Fehlerstromschutzschalter, also ein sogenannter FI-Schalter, der schaltet bei Fehlerströmen von selbst den Stromkreis ab. Und viertens, ein Leitungsschutzschalter, der schützt das Ladekabel vor Überleistung. Warum kann ich ein Elektroauto nicht einfach an der Haushaltssteckdose aufladen? Natürlich könnte ein Elektroauto grundsätzlich auch über eine gewöhnliche Haushaltssteckdose aufgeladen werden, aber zu empfehlen ist das eher nicht. Die Ladung über eine übliche Steckdose sollte in der Not die Ausnahme sein, denn die Experten für Elektromobilität raten davon ab. Hier kommen vier gute Gründe, warum du dein Elektroauto eben nicht an einer Haushaltssteckdose laden solltest. Erstens. Übliche Haushaltssteckdosen sind nicht für eine Dauerbelastung mit den insgesamt möglichen 3,7 Kilowatt ausgelegt. Zweitens, bei Überlastung können Haushaltssteckdosen und Verbindungskabel überhitzen und im schlimmsten Fall sogar einen Brand verursachen. Drittens, die Ladung über die Haushaltssteckdose dauert natürlich länger als eine Ladung über eine Wallbox mit 11 oder sogar 22 kW. Viertens ist bei der 230 Volt Leitung mit einem Ladeverlust von bis zu 15% zu rechnen. Es wird also Strom gezogen, der gar nicht genutzt werden kann, aber trotzdem bezahlt werden muss. Mit der Anschaffung einer Wallbox reduziert sich die Ladezeit und auch der Ladeverlust. Wer ein Elektroauto fährt oder über eine Anschaffung nachdenkt, ist mit einer Wallbox also wirklich gut beraten. Bleibt die Frage, wer kann zu Hause eine Wallbox installieren? In deinem Eigenheim kannst du jederzeit selbst entscheiden, eine Wallbox zu installieren, wenn der Netzbetreiber und der Elektriker grünes Licht geben. Aber auch als Besitzer oder Besitzerin einer Eigentumswohnung steht es dir zu, eine Wallbox anzubringen. Zum Beispiel in der Tiefgarage. Und das ist allerdings erst seit 2020 so möglich, denn dank des neuen Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetzes, kurz WMOG, hast du als Besitzer oder Besitzerin einer Eigentumswohnung mit einem zugewiesenen Parkplatz das Recht, eine Wallbox zu installieren, die von der Eigentümerversammlung eben nicht mehr abgelehnt werden darf.
Wenn du zur Miete wohnst, kannst du jetzt nicht eigenmächtig handeln und musst schon erst die Genehmigung der Eigentümerinnen und Eigentümer einholen. Allerdings, nach dem neuen Gesetz von 2020 kannst du diese Zustimmung einfordern und im Zweifel sogar gerichtlich gegen eine Weigerung vorgehen. Was noch zu beachten ist: Auch wenn der Installation einer Wallbox jetzt nichts mehr im Wege steht, müssen noch folgende Voraussetzungen erfüllt werden, bei denen ein Elektriker helfen kann. Erstens, ausreichend Platz in der Nähe des Autos, zum Beispiel an einer Wand in der Garage. Zweitens, möglicher Einbau eines Fehlerschutzschalters, sofern dieser eben nicht in der ausgewählten Wallbox schon enthalten ist. Drittens, ein hoher Hausanschlusswert, um eben auch die volle Leistung der Wallbox nutzen zu können. Im Zweifel kann der Netzbetreiber in der Sache weiterhelfen. Viertens, Platz im Sicherungskasten für den Wallbox-Sicherungsautomaten und gegebenenfalls für den noch notwendigen FI-Typ-B-Schutzschalter. Fünftens, auch wichtig, die Meldung beim Netzbetreiber. Eine 11 kW Wallbox muss beim Netzbetreiber nur gemeldet werden zur Planungssicherheit der Netzauslastung. Eine 22 kW Wallbox hingegen ist genehmigungspflichtig und ihr Kauf sollte im Vorfeld mit dem Netzbetreiber abgesprochen werden. Heute haue ich ja einen Tipp nach dem anderen raus. Da die Wallbox von einem Fachbetrieb installiert werden muss, kümmern sich die Unternehmen in der Regel auch um diese Dinge, sofern ihnen alle Informationen vorliegen. Eine Wallbox sollte immer von Fachleuten installiert werden. Vom Selbermachen wird ganz dringend abgeraten, denn geht bei der Montage irgendetwas schief, ist nicht nur der Versicherungsschutz, sondern auch dein Leben in Gefahr. Wer die Wahl hat, hat die Qual, denn Wallbox ist nicht gleich Wallbox. Also, welche Wallboxen gibt es? Jetzt wird's ein bisschen technisch, aber keine Panik. Alle Informationen dieser Folge verlinke ich dir auch nochmal in der Infobox, und zwar passende Artikel zum Thema, die wir in unserem NBW-Magazin veröffentlicht haben. Da kannst du alles nochmal in Ruhe nachlesen. Also grundsätzlich unterscheidet man zwischen Wallboxen mit ein- oder dreiphasigem Anschluss. Wichtig ist, dass Fahrzeug und Wallbox immer zueinander passen. Für die aktuellen Elektroautos mit zwei- oder dreiphasigen Ladegeräten sind Wallboxen mit drei Phasen die passende Wahl. Unterschieden wird dann noch in der maximalen Ladeleistung zwischen einer Wallbox mit 11 kW und einer Wallbox mit 22 kW. Bei der Wahl einer Wallbox ist es also wichtig, das Bordladegerät des Elektroautos zu prüfen, das zu Hause dann geladen werden soll, und vor allem, welche maximale Ladeleistung möglich ist, 16 oder 32 Ampere. Wenn dein Elektroauto maximal 16 Ampere pro Phase laden kann, bist du mit einer 11 kW Wallbox super beraten. Bei einer Ladeleistung pro Phase von 32 Ampere kannst du dich auch für eine Wallbox mit 22 kW entscheiden, sofern eben diese vom Netzbetreiber auch zugelassen wird. Hier mal ein Beispiel. Eine 11 kW Wallbox lädt einen leeren 40 Kilowattstunden Akku in rund 3,5 Stunden. Mit einer 22 kW Wallbox würde die Ladezeit nur 2 Stunden dauern. Mein Tipp, der alles ein bisschen leichter macht, bleibt bei den 11 kW. Die reichen völlig aus, um am nächsten Tag mit einem vollständig geladenen E-Auto glücklich loszufahren. Ungesteuerte und intelligente Wallboxen. Im Zeitalter der Elektromobilität und der Digitalisierung geht aber noch mehr. Es gibt ungesteuerte und intelligente Wallboxen. Die ungesteuerten Geräte stellen die notwendige Ladung zur Verfügung. Intelligente Wallboxen bieten viele zusätzliche Möglichkeiten für technikaffine Fans. Diese Powerstationen haben einen erweiterten Funktionsumfang und lassen sich sogar bequem per Internet, Bluetooth oder über WLAN steuern. Und das ist zum Beispiel hilfreich bei einer gewünschten Veränderung der Stromstärke, bei Programmierungen von Ladezeiten, bei Nutzung der Ladestation von mehreren Personen, um den geladenen Strom pro Person zu messen, oder auch bei der Einspeisung von überschüssiger Energie aus der Photovoltaikanlage. Kommen wir zu den Steckern. Zuletzt solltest du bei der Wahl der gewünschten Wallbox noch auf den Steckertyp achten. Und da herrscht tatsächlich oft noch Verwirrung. Grundsätzlich gibt es Modelle mit einer Ladebuchse oder einem angeschlagenen Ladekabel. Das heißt wirklich so. Also ein Ladekabel, welches fest mit der Wallbox verbunden ist. In Europa hat sich an Ladesäulen mit Wechselstrom, also an AC-Ladesäulen, und für Wallboxen der Typ 2 Stecker als Standard etabliert. Last but not least, kaufen oder mieten? Was kostet eigentlich eine Wallbox?
Die Kosten variieren abhängig von der Wahl des Modells, zuzüglich der Installationskosten. Eine 11 kW Wallbox kostet in der Anschaffung zwischen 700 bis 2000 Euro und eine 22 kW Wallbox zwischen 1500 bis 5000 Euro. Abhängig von den baulichen Gegebenheiten kommen dann eben noch die Kosten der Installation dazu, die von einem Fachbetrieb ausgeführt werden muss. Für die Genehmigung einer 22 kW Wallbox allerdings müssen nochmal 500 Euro dazugerechnet werden. Die Kosten der Anschaffung einer Wallbox lassen sich mit Förderungen reduzieren. Der Topf des Bundes ist aktuell leer, leider. Aber irgendwie ist das ja auch eine gute Nachricht, wie ich finde, denn es haben wirklich Hunderttausende von Personen sich Wallboxen installiert. Es gibt ganz viele neue Ladepunkte. Aber ob der Fördertopf des Bundes wieder aufgefüllt wird, das wäre natürlich schön, hängt natürlich von den Entscheidungen der Bundesregierung ab. Mein Tipp, damit ihr aktuell nicht leer ausgeht, es gibt noch einzelne Bundesländer, die Förderprogramme für eine Wallbox anbieten. Teilweise sogar lukrativer als die vom Bund. Ein genauer Blick auf die lokalen Programme deiner Stadt oder Gemeinde könnte sich also echt lohnen. Zudem gibt es auch Förderangebote von Netzbetreibern. In der Infobox ist ein Link zum Online-Magazin der NBW hinterlegt. Dort wirst du über aktuelle Förderprogramme immer auf dem Laufenden gehalten. Schau doch mal vorbei. Also eins ist schon mal klar, Elektromobilität lohnt sich. Wer bereits ein Elektroauto fährt oder mit dem Gedanken spielt, umzusteigen, sollte sich mit dem Thema Wallbox wirklich beschäftigen, weil sich das bequeme Laden zu Hause einfach lohnt. Die beste Lösung ist eine Wallbox in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage. Aber auch ohne Solardach lädt man zu Hause bequem, schnell und vor allem unabhängig, also immer dann, wenn das Auto ja eben gar nicht gebraucht wird. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, dass ich dir alle wichtigen Infos zur Wallbox liefern konnte. Wenn du jetzt aber doch noch Fragen hast, gar kein Problem. Schreib einfach einen Kommentar unterhalb des Videos und wir helfen uns als Community gegenseitig. Ansonsten gerne ein Like da lassen, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du den Kanal abonnierst, dann drück die Glocke, dann kriegst du nämlich eine Benachrichtigung, wenn wieder eine neue spannende Folge online ist, wie diese hier. Ach, die hat Spaß gemacht. Bis bald. 'Arg schlimm, der hat immer so gute Laune verbreitet. Ekelhaft, ekelhaft. Komm zu mir, Schnüggi. Grinsemarathon finde ich aber auch ein schönes Wort.